Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Royal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen rumgeeiert und damit machen wir jetzt weiter. Geil, ne? Ja. Irgendwie ist heute der Tag, in dem alles möglich ist. In Sachen Aufnahme, ich habe hier irgendwie nur Fehler. Mein Mikrofon spackt ab, meine Aufnahme spackt ab. Keine Ahnung, aber ich habe so nach 5 Minuten schon gemerkt, irgendwie, da stimmt irgendwas nicht beim Aufnehmen, und dann, ja, hatte ich schon wieder so eine Chipmunk-Stimme und das Video ist die ganze Zeit verzerrt gewesen. Und ja, das war nicht sehr schön. Also heute, weiß ich nicht, ist die Fehl des Aufnehmens nicht auf meiner Seite. Habe da natürlich nach 5 Minuten direkt wieder hier neu gestartet, bevor ich irgendwie weiterspiele und irgendwas entdecke und was weiß ich. Gerade mitten in der Cutscene und so. Da werdet ihr gleich sehen. Boah. Welcher? So, jetzt mal durch mit voller mal machen. So, wer will sterben? Hier, du. Ach ja, ich wollte in die Löcher gucken, was da drin ist. Habe ich auch gemacht. Und wie ich herausgefunden habe, ist, dass da nur Gegner sind und nirgendwo ist ein Gegenstand. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, alles zu besiegen. Ich bin sogar verreckt wieder, weil irgend so ein Riesentyp wieder da drin war. Und ja, nicht sehr toll. Also nicht, ob hier irgendwo ein Item oder so war. Ich bin ja auch schon hier durchgegangen. Und ja. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass über eins der Löcher wieder so ein, die Taschen von Yoshitsune am Leuchten sind. Also irgendwo ist da eine Amalgam-Essenz. Ach ja, die. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich nicht. Ich habe über die Löchern versucht anzugreifen, aber boah, hat nichts gebracht. Mein nächster Plan wäre jetzt mit Shizuka nochmal dahin zu gehen und versuchen, irgendwie das Ding anzugreifen. Boah, leck mich. Habe ich schon letztens nicht darunter bekommen, also ja. Also bis zu dem Raum habe ich gespielt und bis zur Cutscene, die danach kommt. Ne, Quatsch, danach. Okay. Tut mir leid. Bin schon wieder verwirrt. Ist zwar erst 5 Minuten her, aber okay. Gut, speichern wir. Ja, weiß ich nicht. Ja, für diesmal läuft wieder alles bunt, weil das geht mir langsam auf den Nerven. Das ist schon den ganzen Tag so. Drückt ein bisschen auf meine Motivation ein. So. Ich bin da nicht draufgetreten. So, wir sind jetzt in diesem einen Raum, wo wir Bison gefunden haben. Das ist gut. Das Ding, was sich da gerade bewegt hat, bewegt sich die ganze Zeit rauf und runter. Das heißt, selbst wenn wir hier runterfallen, wir kommen wieder nach oben. Was ich richtig gut finde. Links habe ich auch geguckt, ob da irgendwas ist, aber da ist nichts. Also ja. So, ich bin letztens hier direkt durchgegangen, aber ich gehe jetzt erstmal hier gucken, was hier ist. Wie? Okay, keine Ahnung. Was? Nein, 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 nein. Oh. Warum? Warum kann ich mich auf der Seite fesseln und auf der anderen nicht? Warum tut mein Auge so weh? Was soll denn das? Was ist denn hier schon wieder los? Muss jetzt hier so extra warten, bis das genau da, ja, genau so da steht oder was? Ich kann auch da hingehen eigentlich. Aber lass mal erstmal. Sieht irgendwie so nah aus. Okay, ist nicht anscheinend. So. Sieht aber nicht so aus, als
Wäre ja schon irgendwie richtig. Was ist das? Was hat diese Geräusche gerade gemacht? Boah, keine Ahnung, das Spiel ist echt nicht für Jump'n'Runs hier ausgelegt, ganz ehrlich. Für Plattforming meine ich. Leck mich. Geh einfach durch die. Das Ding da, ich gerade gesehen habe. Machen wir das uns einfach. So, ich kann auch jetzt da dann hingehen, aber ne. Aber kann aber gar nicht an der Wand machen. So, in der kannst du ihn halt angefangen rumzuspacken. Ich hoffe, er hat. Was ihr jetzt nicht schon wieder. Bitte. Ich erinnere mich. Würde ich jetzt sagen, wenn ich den ersten Teil gespielt hätte. Jim Carrey? Oh. Ja, daran erinnere ich mich auch. Würde ich sagen. Boah, der riesen Dolch, Schwert, Pfeil. Boah, direkt der nächste Boss, Hilfe! Alter! Wie viel hält der aus? Ich glaube, ich spinne. Boah, was macht der denn da? You Klaus meinen Move. Ah. So lange kannst du gar nicht abwehren, ey. Mann! Das gibt's doch nicht, Mann. Warum? Ja, er kann sich teleportieren. Das hat mir gerade noch gefehlt irgendwie. Er macht irgendeinen Angriff, der mich voll zerstört. Ich muss ja übrigens nur mit zwei Charakteren spielen, ne? Das wisst ihr. Tschüss, ich hau ab. Oh Mann. Guck dir einen an. Bin schon fast tot wieder. Ja, da warten die eigentlich immer vom Spiel hier. Ah. Wie doof. Mann, hör auf damit. Nein, 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 nein. Das sieht aus wie voller broken Angriff, ey. Oh Mann. Oh, ich geb mir das auf den Nerven schon wieder. Also, hast du einen Bosskampf erst geschafft und dann kommt direkt der nächste. Der kein Deutsch leichter ist. Der sagt mir nicht, ich muss alles von dem abziehen. Das ist ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich. Hat der Angriff irgendwie mehr abgezogen? Ja, ich glaube schon. Nein, 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 Alter. Komm mal her. Ist nicht witzig. Zum Glück hat er keine Dingensanzeige. Obwohl. Ja, kann ich eigentlich immer abwehren. Ja, kommst du jetzt so. Nee. Ey! Oh, leck mich am! Ja, genau! Nein!
Nein, 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 nein. Ma. Jetzt man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Stärke der Gegner, ganz ehrlich. So, Razor. Ja, den kriegst du noch ein. Oh Mann. Ja, das sind gute Aussichten für den Sieg, würde ich sagen. Nein. Jetzt hätte ich das einsetzen können. Ah, komm her! Nein, das gibt's doch nicht. Warum kann er einfach so abwehren? Nein, so wollte ich das eigentlich. Was? Boah, ist das doof. Warum sind die Kämpfe so schwer in dem Spiel? Das ist doch nicht wahr. Habt ihr gesehen, wie wenig ich den abziehe? Das geht doch gar nicht. Hab den gerade mal die Hälfte abgezogen und ich bin irgendwie voll an mein Limit schon. Alter! Warum ist das Spiel so schwer? Oh Mann! Beim Stärker kann ich sowieso nicht werden, ist ja Dreck. Bin schon mein Maximum. Ja, okay, ich kann noch von einem die KP erhöhen, aber super. Da bringt's ja auch am voll. Irgendwie so 100 KP, irgendwie so mehr, super. Danke. Boah, wenn das nicht geklappt, Irgendwann muss man nochmal die KP mitten im Kampf erhöhen. Ich eigentlich machen können, als den seine AP so auf Null waren, mehr oder weniger. Mei, verdammte Maske. Ja, geil. Oh Mann. Ja, ist gut. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Ich bin schon tot. Boah. Ey, das ist auch scheiße. So macht man das. Boah, verdammter Trick. Ja, ist klar. Vor allem, er kann auch noch kontern. Das ist ja richtig geil. Da bin ich schon über Port genug gewesen. Ja, guck ich das Ding von dem in der Hand an. Zack. Er hat's gebracht. Zack. Ich will am liebsten die ganze Zeit den Angriff einsetzen. Ma. Ich war gegen die Stärke der Bosse. Ganz ehrlich. Guck ich mal an, wie wenig ich abziehe. Ja, ich mit drei Fischlingen kaputt. Vielleicht ist es ja noch nicht gedacht. Vielleicht muss ich ja irgendwie so weitermachen und Shizuka und Benke und so haben. Diesen Kampf, keine Ahnung. Aha. Ja, geil. Boah.
Alter, warum sind die Kämpfe so schwer? Ich liebe es. Was? Ich habe ja noch mehr Items, die sollte ich vielleicht auch mal einsetzen. Kann auch. Boah. Den kannst du nichts anfangen manchmal. Ja, geil, und dann wette ab und sein Konter ein oder irgendwie sowas. Ne. Boah, wie lange ist jetzt schon erst, dass ich den mal abgezogen habe, ne? Wow, das zieht irgendwie voll viel ab, habe ich das Gefühl. Ja, komm, langsam habe ich den Kampf hier raus. Jawohl. Komm her. Hilfe. Boah, war knapp. Mache ich hier eigentlich? Ja, läuft irgendwie. Ich schaff das schon. Nein, sagt er und geht dann auf die Kasse. Nein, nicht da reinlaufen. Okay, wenn ich nach jedem Angriff irgendwie ausweiche, müsste das eigentlich klappen. Gleich mein Kamui, dann müsste er eigentlich weg sein. Aber nein, 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 was hat ein Scheiß? Muss das jetzt sein? Ich hab ihn doch jetzt fast. Boah, kotzt mich das gerade ein, ey. Weil da war jetzt scheiße, weil ich war irgendwie so gestunt und da kommt natürlich mit seinem Angriff, wo ich dazwischen natürlich nichts machen kann und keine, boah, ey, kotzt mich da an. Hey, manchmal kotzt mich das Spiel richtig an. Ich habe so das Gefühl, das Spiel ist voll unbalanced. Weil einige Sachen nicht richtig durchdacht waren. Schon wieder vergessen, ihr Leben im Kampf zu erhöhen. Da macht mir ja auch nichts, wenn ich in so einen Angriff gefangen bin und nichts machen kann. Boah. Der ganze Dreck nochmal. Stell ich mal einer vor, was ich abziehen würde, wenn meine Waffen nicht hochgeballert werden. Die machen ja jetzt schon kaum Schaden irgendwie. Ja, dann ich weiß nicht, wie viel Schaden die dann sonst abziehen würden. Das ist doch voll gemein. So, jetzt kommst du, glaube ich, erst angedüst, ne? Glaube nicht. Doch, kommt da. Ja, au. Ja, genau die Kombo war das jetzt wieder. Ja, trifft den Gegner doch mal, danke. Könnte er mich theoretisch treffen? Ne? Boah, das ist jetzt gut, Mann. Weil habe ich mich besser angestellt, habe ich das Gefühl. Am Ende jedenfalls. Guck mal her. Der Angriff hat zieht irgendwie viel ab, habe ich das Gefühl.
Ma. Hilfe! Oh mein Gott! KP erhöhen. Ha, ey. Alter. Boah. Na toll, so viel zu KP, hat nichts gemacht eigentlich. Meine Herren. Ich muss den mal in der ganzen Kombo treffen, genauso. Komm her, Babs. Boah. Na, seht ihr, zieht voll viel ab, habe ich so das Gefühl. Oh. Ey, ist das ein Scheißdreck? Er nimmt mir voll den Spaß am Spiel die ganze Zeit. Ich habe mich absichtlich geheilt, weil ich wusste, weil ich gedacht hatte, ich würde einen Angriff aushalten, aber nein. Pff. Ja. Oh, dann würde ich hier den Part beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blades. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.